schönen Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Felix Watt, Spurenbeobachter. Wir, die Kamera Morphos, meine Wenigkeit, sind in Plettenberg. Hier habe ich zuerst einmal das Licht der Welt erblickt. Man hat mich hier auch geschult. Deshalb kann ich jetzt auch diese Kamera bedienen. So, das ist der Fluss Else. Er kommt aus dem Elsetal. Ja, wir gehen ein wenig ran und wir merken, dass der Fluss, ein kleiner Fluss, doch sehr schmutzig geworden ist. Im Gegensatz zu gestern, dieser Fluss noch schön sauber war. Das liegt, meine Damen und Herren, an den großen Niederschlägen, die es in der Nacht und auch heute Morgen hier in Plettenberg gegeben hat. Wir wechseln nur die Perspektive und sehen in den Tunnel. Hier kommen die Halbverrückten, die keine Zeit haben. In Plettenberg gibt es sehr viele Verrückte. Vor allen Dingen fahren sie alle gerne in diesen Tunnel. Wie Sie erkennen können, ich gehe mal etwas ran, darf man hier nicht Fahrrad fahren und man darf auch nicht zu Fuß gehen. Es ist tödlich. Wir sehen jetzt ein wenig in den Tunnel hinein und ich zoome jetzt einmal zur Demonstration des schwarzen Löcher, wie das dann so aussieht, wenn man sich hier auf der Hölle befindet. Die Geräusche sind auch sehr interessant. Dazu möchte ich noch betonen, dass es heute wenig Verkehr ist hier. So, nun gehen wir mal wieder in den Hestenberg rein und sehen hier eben wieder eine etwas vom großen Geist. Und nun auch in die Stadt. Tja, meine Damen und Herren, es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne, etwas verdeckt von einer kleinen Wolke. Und ich sage mal, mit diesem Schild, was mir nichts sagt, aus der 471 Drive 59, gehe ich einmal wieder zu dem Fluss, denn hier in Plettenberg nur einen winzig kleinen Teil hat, wo er sich so bewegen darf wie hier. Es ist auch nicht schön, wenn man Gott einspürt oder den großen Geist, wie wir heute sagen. Und da, naja, es wackelt hier, es stinkt hier. Oh, und ich habe mich erschrocken. So. Das war's dann. Ciao.